Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der dich. Okay, Zutritt über den Balkon verschaffen. Mach so weiter. Du wirst nur eine Sache finden: den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Huh. Warte nur, alter Mann. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Aha. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Oh. Schutz in den Ställen suchen. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Warum? Wer ist denn das? Ich hätte dich nicht gemacht. Oh oh. Okay, jetzt geht das übliche Spiel wieder los. Das Haus verteidigen. Limit für Gesundheitsverlust. Ja, wir machen es nochmal an der Stelle. Seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Gut, das haben wir geschafft, das Haus verteidigt. Dann sollten wir vorgehen. Oh. Den Boss fragen. Cool. Das ist ja echt genial. Also, wir haben jetzt quasi einen Assassinenlehrer oder sowas. Verzeih. Nicht dein Achilles Schuld. Im Haupthaus treffen. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Aha. Ich soll nach diesem Symbol suchen.
Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschweben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass ihr bald alles... Okay. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Okay. Teile oder Geld und einkaufen? Also wird's jetzt gerade so richtig spannend. Warum nicht? So naiv. Hier lang. Aha. Ja, aber er hat ja recht. Was sollen wir machen? Ah, ein Geheimgang. Ach, guck mal einer an. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen. Das Überwerfen. Die Kerze ist der Schalter zum, der Hebel zum Geheimgang. Niemals anmaßen. Ist schon gut. Das ist auf jeden Fall ein blau markierter, ist ein guter. Das ist. Oh. Klasse Sache. Eine Assassinenrüstung. Mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck, wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Ah. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde
gab es zwei Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik. Hm. Stimmt. Haytham Kenway. Der alte Haytham. Ja, wir sind voll synchronisiert. Ach, cool. Ja, Gott sei Dank. Ich rannte. Ich kletterte. Charles Lee. Aha. Okay. Die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles. Aber man findet hier Dings nicht, Kenway. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich harder, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. So, so, wer ist das da oben? Nicholas Biddle, Hickey, Johnson, Pitcairn, Church, Lee. Ja, stimmt. Um die ging es ja auch zwischendurch am Anfang. Was ist das hier? Was ist das? Kann man da irgendwie durchgucken? Naja, auf jeden Fall ziemlich interessant. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt so nicht gedacht. Gut, hier unten waren wir. Dann können wir ja wieder hochgehen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gleich eine Mission erledigen. Ich möchte mich nämlich gerne erst einmal umschauen. Hier im schönen, aber auch im sehr schönen Herrenhaus. Ich glaube, das wird später auch das Zuhause von Ezio, von Connor sein. Ziemlich gewöhnungsbedürftig, sich da an was Neues gewöhnen zu müssen. Halt. Was ist denn da hinten? Da ist eine Tür. Und hier? Hier ist wahrscheinlich der Bereich, wo später unsere Waffen und alles zu finden sind oder so. Ich weiß es ja nicht. Falls uns dieses Haus überhaupt irgendwann mal gehört. Und was ist auf dieser Seite? Nichts. Nein, gar nichts. Okay. Dann gehen wir hier durch die Tür raus. Ach, es ist schon wieder Winter hier.